Okay, also wir sind live. Okay. Ja, guten Abend, liebe Teilnehmende. Ich darf Sie und euch ganz herzlich im Namen der Stiftung Geiststraße begrüßen und begrüße natürlich auch unsere wunderbaren Mitveranstalter. Ich weiß nicht, nee, ihr seid ein Verein, gell? Emma und Fritz, die vor allem diesen Abend so wunderbar organisiert haben. Denn eigentlich ist der Part der Stiftung Geiststraße, dass wir unseren Veranstaltungsort bei diesen Kooperationen zur Verfügung stellen. Und umso mehr freut es uns natürlich, dass wir auch digital wie an dem heutigen Abend so toll zusammenarbeiten können. Dieser Abend oder dieser Vortrag ist auch für die Stiftung Geiststraße ein ganz besonderer Abend, denn wir haben uns schon sehr, sehr oft mit unterschiedlichen Themenbereichen in dieser Hinsicht beschäftigt. Wir haben gemeinsam mit ArchitekturstudentInnen die Gedenkstätte Zeichen der Erinnerung am Nordbahnhof in Stuttgart beispielsweise initiiert. Die Gedenkstätte ist öffentlich zugänglich und ist mittlerweile dem gleichnamigen Verein übergeben. Gemeinsam haben wir auch mit Überlebenden aus Theresienstadt, Gary Fabian und Inge Auerbacher, eine Exkursion veranstaltet. StudentInnen und KünstlerInnen waren mit dabei. Die Exkursion lief unter dem Namen Zug nach Theresienstadt. Die Exkursion sollte, wie auch dann die Gedenkstätte, an die Deportation von insgesamt über 2000 Jüdinnen nach dem 1. Dezember 1941 vom Stuttgarter Nordbahnhof aus, die dann auf verschiedenen Wegen an verschiedene Orte, darunter eben auch Theresienstadt, verschleppt und umgebracht wurden, erinnern. Ich war zwar selber damals bei keiner dieser Aktionen mit dabei. Damals war ich persönlich noch in der Schule. Da hatten wir aber zum Glück in der Mittelstufe auch die Gelegenheit, eine Augenzeugin und Überlebende hören zu dürfen. Aber wir pflegen immer noch in recht intensiven Kontakt zu Gary Fabian, der in Australien lebt, dort mittlerweile Dokumentarfilmer ist im Ruhestand. Der Mann ist natürlich auch mittlerweile sehr alt und den ich selbst mehrfach auch auf Stuttgarter Veranstaltungen, die bei uns stattfanden, kennenlernen durfte. Außerdem sorgte vor 20 Jahren, fast über 20 Jahren jetzt schon, die Stiftung Geiststraße für die Benennung eines Stuttgarter Platzes nach Josef Suess Oppenheimer, der aus antisemitischen Gründen 1738 als Justizopfer hingerichtet wurde. Und ich denke, man kennt diese Figur als Kunstfigur in dem antisemitischen Propagandafilm Süß, der dann von den Nazis eben entsprechend eingesetzt wurde. Und jetzt, nach 20 Jahren, 20 Jahre nach der Benennung, konnte eine von uns initiierte Bürgerinitiative endlich Gelder von der Stadt bewilligt bekommen. 890.000 Euro, dass dieser Platz eben angemessen gestaltet und wird und auch würdig eben an seinen Namensgeber endlich erinnert werden kann. Und wir hoffen, dass bald die entsprechenden Maßnahmen auch wirklich in der Tat umgesetzt werden dürfen. Genau deshalb wissen wir, wie wichtig es ist, AugenzeugInnen und auch deren Berichte hinsichtlich des Nie-Wieders zu haben, zu hören, zu kennen und diese auch entsprechend wertzuschätzen. Und so bedanken wir uns wirklich sehr herzlich für die tollen ReferentInnen, die Emma und Fritz immer findet und auch zu uns bringt und eben auch für genau diesen tollen Referenten an diesem Abend. Ganz herzlichen Dank, Oliver Brankovic, für die Zeit, für die Arbeit und für den Vortrag. Ja, hallo, ich darf den Dank gleich mal zurückgeben, liebe Tanja Breitenbücher von der Stiftung Geiststraße, Lothar Gallo-Bergmann von Emma und Fritz. Wirklich hervorragend, wie wir jetzt seit Jahren schon mit euch kooperieren, auch in Corona-Zeiten. Wir freuen uns schon auf die erste gemeinsame Präsenzveranstaltung, wann auch immer die sein wird, aber wir machen auch in Corona-Zeiten sehr gut miteinander Kooperation und das ist wirklich wunderschön, also auch von meiner Seite vielen Dank an euch. Ja, ich habe vorgestern eine Meldung im Deutschlandfunk gelesen, über die ich mich geärgert und gefreut habe. Die Meldung war folgende: Untersuchung, Doppelpunkt, israelbezogener Antisemitismus weit verbreitet. Und ich zitiere, im Mai und Juni gab es Kämpfe zwischen der israelischen Armee und palästinensischen Terrororganisationen. Die Forschenden schreiben, dass in Bayern,
Das ist eine Untersuchung in Bayern, die hätte aber in jedem anderen Bundesland auch stattfinden können, dass in Bayern mehr als 20 Versammlungen zu diesem Thema stattfanden. Bei allen wurden antisemitische Inhalte verbreitet. Auch abseits der Versammlungen habe es gezielte Sachbeschädigungen und Bedrohungen gegeben und eine Massenzuschrift, die sich in antisemitischer Weise auf Israel bezogen habe. Laut den Forschenden zeigt sich an diesem Beispiel, dass Antisemitismus an aktuelle politische Entwicklungen anknüpft und dass er in verschiedenen Milieus auftritt. Warum ich mich über diese Meldung geärgert habe, dürfte relativ klar sein. Warum habe ich mich gleichzeitig auch über diese Meldung gefreut? Das fragt sich ja vielleicht jemand. Ich habe mich natürlich nicht über den Inhalt dieser Meldung gefreut, aber ich habe mich darüber gefreut, dass eine solche Meldung über israelbezogenen Antisemitismus in einem großen, vielgelesenen Medium, wie zum Beispiel im Deutschlandfunk, überhaupt Platz findet. Denn wer sich ernsthaft mit Antisemitismus und mit Israel befasst, der weiß natürlich schon lange, dass es dieses weit verbreitete Phänomen des israelbezogenen Antisemitismus gibt. Aber es ist immer noch Standard in großen Teilen der deutschen Gesellschaft, dass das geleugnet wird. Man ist gegen Antisemitismus, man sagt nie wieder, das war ja alles ganz schlimm. Aber heute gibt es keine Antisemiten, wir und wir sind schon gar keine Antisemiten. Aber man will Israel kritisieren. Und es gibt ja, also dieses Wort Israel-Kritik hat es ja schon in den Duden geschafft. Es gibt keine Frankreich-Kritik, es gibt keine Russland-Kritik, aber Israel-Kritik hat es geschafft. Hinter dem verbreiteten Wunsch nach Israel-Kritik verbirgt sich eben doch eine Form von Antisemitismus. Dafür gibt es den Begriff israelbezogenen Antisemitismus, den einige wenige schon seit vielen Jahren kennen. Und hin und wieder kommt dieser Begriff jetzt auch in Mainstream, in großen Medien an. Und das ist zunächst einmal ein Fortschritt. Das heißt nicht, dass die Verhältnisse schon gut wären, aber das heißt, dass wir wachsende Möglichkeiten haben, darüber zu diskutieren. Und jetzt so gesehen habe ich mich dann auch ein Stück darüber gefreut, dass diese Meldung nicht in kleinen Grüppchen, die das schon lange wissen, erscheint, sondern in einem großen Medium wie dem Deutschlandfunk. Wir haben heute einen wirklich absolut geeigneten Referenten zu diesem Thema. Hallo, lieber Oliver, ich grüße dich ganz herzlich, Oliver Frankowitsch in Israel. Du lebst seit 2007, jetzt seit 14 Jahren schon in Israel und arbeitest dort als Pflegehelfer in einem Elternheim. Ein für deutsche Ohren vielleicht etwas unbekannter Begriff. Du wirst uns sicher gleich etwas erzählen, was das eigentlich ist. Gleichzeitig hältst du viele Vorträge. Du schreibst regelmäßig israelbezogene Artikel für verschiedene deutschsprachige Medien. Du machst regelmäßig Vortragsreisen in Deutschland. Du kennst dich in beiden Ländern, sowohl in Deutschland als auch in Israel, hervorragend aus. Hast in beiden Ländern viele Kontakte. Und dass du fließend Hebräisch sprichst, schreibst und liest, es erübrigt sich da eigentlich zu sagen. Dazu will ich noch sagen, du bist seit diesem Sommer nun auch Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Region Stuttgart. Dazu, lieber Oliver, meinen ganz herzlichen Glückwunsch erstens an dich und zweitens auch an die Deutsch-Israelische Gesellschaft Stuttgart. Lieber Oliver, bevor ich dir das Wort gebe, noch zwei technische Dinge. Wir nehmen diesen Vortrag auf. Sie sehen das oben, haben Sie den roten Punkt auf Ihrem Bildschirm oben links. Wir nehmen aber nur den Vortrag auf, nicht die Diskussion. Warum nehmen wir den Vortrag auf? Weil wir wahrscheinlich danach das als Audio und als Video ins Netz stellen. Während des Vortrages haben Sie die Möglichkeit, schon hier im Chat Ihre Fragen zu formulieren. Also wir hören uns den Vortrag zusammenhängend an, also bitte keine direkten Fragen während des Vortrags, aber Sie können die Fragen in den Chat reinschreiben. Gleichzeitig wird die Veranstaltung auf Facebook gestreamt. Wir schauen auch immer mal rein in Facebook, ob es da Meldungen und Fragen oder Beiträge gibt. Dann werden wir die hier auch einspeisen. Und Oliver Frankowitsch wird dann nach seinem Vortrag Ihre Fragen auch beantworten. So, das war es jetzt von meiner Seite.
Lieber Oliver Frankovic, du hast das Wort. Vielen Dank, Tanja, vielen Dank, Lothar, für die Einladung, die eigentlich hätte in Präsenz stattfinden sollen und jetzt doch online stattfinden muss. Bei allen einführenden Worten, die Lothar gesagt hat, ich glaube, das Besondere an mir ist nicht, dass ich als Deutscher in Israel lebe, das tun viele, aber ich arbeite eben, wie Lothar gesagt hat, in einem Elternheim, also Elternheim, das ist ein Altenheim, aber das wird von dem Träger Elternheim genannt und der Träger ist die Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft und ich arbeite dort als Pflegehelfer. Ich glaube, das ist was Besonderes, das oder gibt es nicht oft in dieser Konstellation, dass jemand so nahe über so lange Zeit mit alten Menschen in Israel zu tun hat, wie ich das tue, weil ich eben Pflegehelfer bin in diesem Elternheim. Diese Vereinigung, dieser Träger dieses Elternheims, die Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft, die wurde 1932 gegründet. Sie wurde gegründet als Solidaritätswerk für deutsche und kulturdeutsche Einwanderer. Und 1933 hat sie sich mit der einsetzenden Einwanderung aus Mitteleuropa zu einem sehr bedeutenden Verband entwickelt. Dieses Solidaritätswerk hatte viele Aufgaben. Und aus demografischen Gründen liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit heute aber auf dem Betreiben von 5 Elternheimen. Und in einem dieser Elternheime arbeite ich. Der Name von dem Elternheim ist Pinchas Rosen. Es befindet sich in Ramat Gan, einer Stadt in der Metropolregion Tel Aviv. Um sich eine Vorstellung zu machen von dem Heim, in dem ich arbeite, wenn ich nicht gerade krankgeschrieben bin. Es sind 4 Stockwerke, betreutes Wohnen, sowas wie eine Seniorenresidenz. Und dem angeschlossen ist eine Station für Bewohnerinnen, die besondere Unterstützung benötigen. Und eben auch eine Pflegestation, auf der ich eingestellt bin als Pflegehelfer. Und um sich einen Eindruck zu machen von dem Heim, zeige ich einen kurzen Filmausschnitt. Hop, twist him. Twist, twist. Twist, twist. Die findet immer gute Bücher, ja, ich die nicht. alle fragen immer, woher nimmst du die guten Bücher? Hier ist auch ein großes Buch von Günter Grass, Grass, ja. sehe ich Der gerade. Butt, das habe ich noch nie gehört. Butt. Sehen Sie? Hier. Hier ist noch was von Ja, Grass. der Butt. Was ist Butt? Hundejahre. Ich habe keine Freude mehr am Leben. Denn ich gehe in kein Theater mehr. Es ist alles. Gehen hier, von hier aus, heute sogar, gehen Sie in irgendein Theater. Aber die vielen alten Leute mag ich nicht. Bis die eingestiegen sind und bis die ausgestiegen sind. Ich selbst bin ja drunter. Aber das, so ist es. Ehrlich. Kann man Sind noch Sie? einen Kaffee bekommen? Nein, ich habe noch immer noch diesen selben. Der ist jetzt kalt geworden, weil ich so viel quatsche. Wissen Sie, was Quatschen ist? Ja. Das ist Reden. Das weiß ich. Der Unterschied zwischen Reden und Quatschen, kennen Sie denn? Ja, kenne ich auch. Na, was ist denn der Unterschied? Quatschen ist Quatschen. Quatschen tun die Gänse. Ja. Kackwackwack. Reden Ja. sollen die Menschen. Ich habe vergessen, meine Lippen anzumalen. Es sind eine Menge Deutsche da, sogenannte Deutsche, ja? Aber das ist mir nicht wichtig. Wenn sie nett sind, können sie auch schreiben. Erich Kästner, nicht? Kann man kariert sein? Kann ich Ihnen einen Cognac anbieten oder sowas? Oder trinken Sie nicht? Ja, was Besonderes.
Im Januar 1933 lebten in Deutschland ca. 530.000 Juden. Das war weniger als 1% von der Gesamtbevölkerung und die meisten waren tief im Deutschtum verwurzelt. So haben mehr als 100.000 deutsche Juden während dem Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee gedient und viele von ihnen wurden für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. So auch die Väter von mehreren von meinen Bewohnerinnen. Und auch dazu möchte ich einen kurzen Film zeigen. Dann das Eiserne Kreuz vom Vater. Das ist, was ich vom Vater habe und weiß. Und natürlich habe ich sehr viel gewusst durch seine Briefe und es gab ein wunderbares Tagebuch und das ist leider verschwunden. Wohin? Großes Fragezeichen. Hier sind drei Generationen Soldaten, die in Deutschland gedient haben. Der erste, wo ist der denn? Nö, das ist er gar nicht. Ja, das war der erste im Jahr 1870. Da war noch nicht Deutschland, da war Preußen. Das ist der Bruder eines Urgroßvaters. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Dann kam der Erste Weltkrieg. Da sind zwei Brüder meiner Mutter gefallen. Das ist der eine davon, das zweite Bild habe ich nicht. Ah, hier ist das zweite. Ist egal. Also die beiden sind gefallen, kannte ich natürlich nicht. Und das war mein Vater, auch im Ersten Weltkrieg. Ja, tief im Deutschtum verwurzelt. Das waren jetzt der inzwischen leider verstorbene Gabi Schutz und die inzwischen leider verstorbene Ilse-Lore Wolf, zwei Bewohnerinnen, die mir sehr ans Herz gewachsen waren. Gerade Lore hat sehr viel immer gefragt, nach meiner Tochter. Andere Bewohnerin vom Heim, die im letzten Jahr leider verstorben ist und die ich sehr, sehr gern hatte, war Gertrud Klimowski. Gertrud Klimowski wurde 1923 geboren als Gertrud Jakobson. Salman Schocken, der bestimmt vielen ein Begriff ist, war der Bruder ihrer Mutter und ihr Vater war deshalb Geschäftsführer in der Schocken-Niederlassung in Nürnberg. Also Schocken, das war eine Warenhauskette, sehr groß, sehr beliebt. Das in Nürnberg war bereits die 13. Niederlassung von Schocken und wer die Schockenstraße in Stuttgart kennt und den Club Schocken, das ist benannt nach dem Kaufhaus Schocken, das dort auch in Stuttgart stand. Und auf jeden Fall die Familie Jakobson hat in Nürnberg sehr gut gelebt, in einer Villa unweit vom Tiergarten. Und wurde dann Zeuge natürlich der Ereignisse in Deutschland. Am 30. Januar wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Bereits am 23. März wurde mit dem Ermächtigungsgesetz das Parlament ausgeschaltet und am 1. April hat dann die NS-Führung die Durchführung von einem Wirtschaftsboykott gegen die Juden beschlossen und davon war Gertrud und ihre Familie dann auch direkt betroffen. Gertrud war 10 Jahre alt, als sie am 1. April 1933 nach Hause kam und sie sieht gepackte Koffer und ihre Familie zur Abreise drängen, mitten im Schuljahr und, wie sie sich erinnert hat, an dem Tag, an dem sie bei ihrer besten Freundin Lena zur Geburtstagsfeier eingeladen war. Warum? Es war Boykotttag und es wurden Verleumdungen über vergiftete Wurst im Kaufhaus Schocken in Umlauf gebracht und das war sehr gefährlich für ihren Vater, der sich deswegen genötigt gesehen hat, mit seiner Familie zu fliehen in entfernte Hamburg, wo die antisemitischen Auswüchse zumindest noch hinter denen von der Nazi-Hochburg Nürnberg zurückstanden. Und so sah Gertrud das Haus ihrer Kindheit zum letzten Mal an diesem Boykotttag.
Drei Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme begannen die Nazis dann mit der Gleichschaltung vom öffentlichen Dienst. Der Arierparagraf verbot die Beschäftigung von Nicht-Ariern und wurde noch 1933 von fast allen Organisationen, Verbänden und berufsständischen Vereinigungen übernommen. Und das hat direkt betroffen die Familie von Lore Wolf, die im vorigen Film erzählt hat von ihren Vorfahren, die in der deutschen Armee gedient haben, einschließlich von ihrem Vater. Lore Wolf wurde 1922 geboren in Schlesien. Sie hatte eine recht unbeschwerte Kindheit, so hat sie mir erzählt und sie hat sehr viel mit mir geredet, Tochter von einem Arzt. Und diese unbeschwerte Kindheit endet aber eben auch 1933. Dann beginnen sich Freundinnen von ihr zu distanzieren und sie wird nicht mehr von der Nachbarsfamilie eingeladen. Im Reitstall, das war ihre große Leidenschaft, das Reiten, und ihr wurde gesagt, dass ihr Pferd nicht arisch sei und dass er nicht mehr kommen soll. Es war ein großer Schreck für sie als Kind. Und ihr Vater hat den Doktortitel verloren und durfte keine Nichtjuden mehr behandeln. Und so stand in dieser Familie der Gedanke an Ausreise im Raum. Der Vater aber war der Meinung, dass die Familie, die seit Jahrhunderten in Schlesien ansässig war, einfach gar nirgends hätte, wohin sie hingehen könne, würde nach Schlesien gehören. Und er war sich auch sicher, dass dieser Spuk, wie er es nannte, irgendwann vorbei sein würde. Und er war sich ferner sicher, dass er als Ehrenbürger der Stadt, der er war, ihm nichts passieren würde. Im September 1935 dann wurde in Deutschland im Einklang mit der NS-Rassenideologie die Nürnberger Gesetze erlassen und die wurden zur Legitimationsgrundlage für die systematische Judendiskriminierung und Verfolgung. Gertrud hatte noch bis ins hohe Alter Erinnerungen an diese Zeit. Ich zeige jetzt einen kurzen Film dazu. Wie ich in Hamburg in eine jüdische Schule gegangen bin, da hat man mich aufgelauert auf der Straße und hat mich nachher geschlagen. Ja? In der christlichen Schule, muss ich ehrlich sagen, in der letzten christlichen Schule, wo ich war, wo der Direktor doch gesagt hat, ich brauche nicht am Sonntag kommen zu dem Rassenkunde. Ja? Da war ich die einzige in der ganzen Schule. Stell dir das mal vor. Und dann waren doch dort Sachen, mir fällt jetzt alles ein. Die Erinnerung von Gertrud an diese Zeit. Die Familie von Gertrud hat sich 1937 zur Flucht entschieden. Also die sind, wie gesagt, von Nürnberg nach Hamburg geflohen, von da nach Freiberg, von da wieder zurück nach Hamburg. Dann wurde Gertrud zwischenzeitlich auch nach Amsterdam geschickt und 1937 ist die Familie ausgereist nach Palästina. 1937 beginnt in Deutschland die Ausplünderung jüdischer Besitztümer. Und im April 1938 werden die Juden gezwungen, ihre Vermögensverhältnisse offen zu legen. Ein Bewohner von mir, leider auch verstorben vor ein paar Monaten, auch ein Bewohner, den ich sehr, sehr gern hatte und mit dem ich mich gern und viel unterhalten habe, Yair Noam. Yair Noam wurde geboren als Manfred Nomburg in Coburg. Und seine Familie ist im Alter von 6 Jahren, also als er 6 Jahre alt war, ist seine Familie nach Berlin gezogen. Und ihnen ist klar geworden, dass es für die Juden keine Zukunft in Deutschland gibt. Und sie haben alles getan, um rauszukommen. Und ihre allererste Sorge galt natürlich den Kindern, also Yair und seinem Bruder. Seinen Eltern gelang es mit einem Onkel in Haifa, Zertifikat für Yair zu erlangen. Also das gab ein Zertifizierungssystem von der britischen Mandatsmacht in Palästina und man hat so ein Zertifikat gebraucht, um nach Palästina einreisen zu dürfen. Da gab es verschiedene Kategorien und weil Yair eben diesen Onkel in Haifa hatte, ist es ihm gelungen, ein Zertifikat zu bekommen. Nur er, nicht seine Familie. Und so gelangt er 1938 nach Palästina. Seine Eltern gelingt die Flucht nicht mehr und sie werden 1941 aus Berlin deportiert und später ermordet.
Ja, ihr Noam war ein begnadeter Zeichner und er hat auch seine Flucht gezeichnet. Auch dazu ein kurzer Film. Das Auswandern vorgestellt hatte. Also das ist das Haus von meinem Onkel in Haifa, Palästina, im Jahre 1938. Und hier zeichnete ich die ganze Familie, die dann im Gänsemarsch dorthin wandert. Aber leider bin ich von diesen ganzen Personen, die man hier sieht, war ich der Einzige, der dorthin gekommen ist. Die anderen sind ausgewandert woanders hin oder leider ins Konzentrationslager gekommen und dort ermordet worden. Bis 1938 waren aufgrund der, wie ich geschildert habe, sich immer weiter verschärfenden Diskriminierung und Entrechtung und Ausgrenzung 130.000 Juden aus Deutschland ausgewandert. Und dann kam die Nacht vom 9. auf den 10. November. Diese Annahme, dass die Nazis sich nicht an der Macht festsetzen könnten, hat sich als fataler Trugschluss erwiesen. Der Verstand der allermeisten Juden hat sich tatsächlich gegen diese Möglichkeit von einem staatlich gelenkten Pogrom in diesem zivilisierten Deutschland gesperrt. Während der Ausschreitung in der Reichspogromnacht wurden 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppt, Hunderte wurden getötet und gesunde Männer kehrten gebrochen nach Hause zurück. Aus dieser Frage, wie sie auch bei der Familie von Lore im Raum stand, bleiben oder gehen, wurde ein Aus um jeden Preis. Auch dazu ein kurzer Film. Also meine Eltern sind sehr spät gegangen, denn keiner hat sich vorgestellt, dass in einem Kulturvolk so etwas möglich ist. Ich meine, dass man die Juden zu Ungeziefer herabwürdigt und entsprechend behandelt. Und also, wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wären sie überhaupt nicht weggegangen. Und sie sind 39. Also im Mai 39, im September war der Krieg. Das war Inge Stern, die ist vor ein paar Jahren verstorben, eine total faszinierende Frau. Das würde jetzt den Rahmen von diesem Vortrag sprengen, wenn ich ihr erklären würde, was mich alles so fasziniert hat. Und auch in ihrer Familie hat man nicht geglaubt, dass das tatsächlich lebensrettend ist, Deutschland zu verlassen, bis es eben auch fast zu spät war. Das war so in Inges Familie, das erinnere mich noch, als sie mir erzählt, die Mutter hat darauf gedrängt, die hat meinen Kampf gelesen, die hat darauf gedrängt, nach Südafrika zu fliehen. Dort hatte eine Tante ein Bekleidungsgeschäft, aber man war sich so unschlüssig und als man sich entschlossen hat, das zu machen, hatte Südafrika bereits die Tore für die Juden geschlossen, aber es gelang ihnen dann eben noch 1939 zu flüchten. Nach der Reichspogromnacht wanderten bis Ende 1939 120.000 Juden aus. Ich habe gesagt, bis 1938 130.000 und dann nach der Pogromnacht 120.000. Und wenn ich sage, der Preis, raus um jeden Preis, der Preis war sehr hoch. Da war die Reichsfluchtsteuer. Und zur Reichsfluchtsteuer kamen Sühneabgaben. Das war eine ganz eine ganz krasse Schikane, da wurden Juden aufgefordert, die Schäden der Reichspogromnacht zu begleichen. Und dazu kamen noch andere Schikanen. Insgesamt wurden den Juden 2 Milliarden Reichsmark abgenommen. Und durch Steuern und Gebühren litten die Juden bei Veräußerung 39 bereits 96% Verlust. Der Zugriff auf Geld und Wertpapiere war gesperrt für sie. Und so kam es, dass auch ehemals vermögende Familien Probleme hatten, das Eigenkapital aufzubringen für ein Kapitalistenzertifikat nach Palästina. Das war eine Kategorie von Zertifikaten und quasi noch dann ab einem bestimmten Punkt die
tatsächlich einzigste Möglichkeit, nach Palästina zu kommen, also gegen den Vorweis von Eigenkapital. Aber das konnten eben sehr viele Familien nicht mehr aufbringen, aus genannten Gründen. Lore, um auf Sie zurückzukommen, hat die Reichspogromnacht erlebt bei einer Schwester von ihrem Vater. Deren Töchter waren bereits nach Palästina ausgewandert und sie erinnert sich oder hat sich erinnert, dass gegen 3 Uhr morgens die Türen bei ihrer Tante mit Eisenstangen eingeschlagen wurden und Nazischergen in die Wohnung gekommen sind und mit einer Axt alles kurz und klein geschlagen haben in Wohnungsanrichtungen und die Tante gedemütigt haben und ihnen Angst gemacht haben und sie dann abgeführt haben und mit den anderen Juden von der Stadt in einer Art Stall festgehalten haben. Die Synagoge der Stadt stand in Flammen und die Männer wurden auf den Hof der jüdischen Schule abgeführt und von dort nach Buchenwald deportiert. Nach Tagen bekam Loris Mutter einen Anruf, dass ihr Vater abgeholt werden könne. Warum? Weil er sich davor schon um ein Zertifikat dann doch schließlich bemüht hat. Und da wurde gesagt, okay, er kommt frei, wenn danach die Familie sofort das Land verlässt. Nur war ihre Mutter überhaupt nicht mehr in der Lage, aufgrund dessen, was alles passiert war, dahin zu gehen und ihn abzuholen. Und so ist Lore gegangen, ihren Vater abzuholen. Und das war, wie sie das erlebt hat, das schildert sie in folgendem kurzen Filmausschnitt. Bis mein Vater, der zurückkam von Buchenwald, bat um einen Hut, den man ihm bringen sollte. Und da bin ich von Hindenburg nach Heidebreck, das ist eine Station davon gewesen, und sollte ihm einen Hut bringen. Wir haben gedacht, er ist verrückt geworden, aber bitte schön, er hat gebeten um einen Hut, habe ich einen Hut gebracht. Und ich stand da, und der Bahnhof wurde immer leerer. Und kein Mensch war mehr da. Und plötzlich, ich habe gedacht, vielleicht habe ich mich getäuscht oder mein Vater konnte nicht kommen. Und plötzlich klopfte mich so jemand auf die Schulter. Es war ein furchtbarer Geruch, so unangenehm. Ich schaue mich um und da stand, was soll ich sagen, der Mantel, war nicht sein Mantel. Schuhe hat er auch, so Sandalen, es waren auch nicht seine Schuhe. Und abrasierten Kopf. Und ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe meinen Vater nach 6 Wochen Buchenwald nicht erkannt. Übrigens, mein Vater, der das ist Lore Wolf, wie gesagt, eine ganz großartige Frau. Sie sehr gemocht als Bewohnerin. Andere Bewohnerin, zu der ich sehr, sehr engen Kontakt eigentlich hatte, im Sinne von sehr viel Unterhaltung geführt, war Regina Kessler aus Berlin, auch vor einigen Jahren leider verstorben. Aber sie hat mir erzählt, wie sie die Reichspogromnacht erlebt hat. Die Synagoge, in die ihr Vater immer gegangen ist, stand in Flammen und die Familie sitzt in ihrem Berliner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und dann taucht die Gestapo am Haus auf. Ganz geistesgegenwärtig geht ihre ältere Schwester blond ins Treppenhaus runter zur Tür und sagt den Nazis, dass die Juden im Haus bereits abgeholt wurden. Und deswegen wird die Familie in dieser Nacht verschont. Aber auch hier dann die Anstrengungen rauszukommen, was der Familie nicht mehr gelungen ist, aber was dann sie noch geschafft haben, war, Regina in Sicherheit zu bringen. Und zwar mit der Rettungsaktion Kindertransporte. Wie 10.000 andere Kinder fand sie in England eine Anstellung und konnte so auf die Insel ausgeschleust werden. Sie war Haushälterin einer jüdischen Familie in Southampton, hat dort die mörderischen Bombardements der deutschen Luftwaffe miterlebt. Und wie gesagt, ihre Eltern und auch ihre Schwester haben das nicht, haben es nicht geschafft, aus Deutschland rauszukommen und wurden ermordet. Bei Regina war es so, sie hatte einen Jugendfreund, der schon früh nach Palästina geflohen ist, auch weil sein Vater Arzt war und seine Anstellung verloren hat. Und der hat sie dann irgendwann geholt, ist zum Hochkommissar sogar gegangen, in Palästina zum britischen Hochkommissar und hat eine Erlaubnis erwirkt, dass sie nach Palästina kommen kann. Das Heim, in dem ich arbeite,
Ich habe jetzt bisher nur von Menschen erzählt, die in den 1930er Jahren geflüchtet sind. Und in dem Heim ist tatsächlich so, dass sehr lange, sehr strenge Aufnahmebedingungen galten und deren wichtigste war Deutsch als Muttersprache. Es gab viele Jahre lange Wartelisten, die dann kurzer wurden und irgendwann mussten die Aufnahmekriterien aufgeweicht werden. Und statt Deutsch als Muttersprache hat es dann gereicht, Deutsch zu sprechen und auch das wurde irgendwann nicht mehr verlangt. Und so hat sich das Heim geöffnet dann für Einwanderer aus Polen, aus Rumänien und aus Ungarn vor allem und die meisten von ihnen Überlebende des Holocaust, denen oft erst nach dem Zweiten Weltkrieg die Einwanderung gelungen ist, also die nicht nur Zeugen der Judenverfolgung und Diskriminierung wurden, sondern auch der Judenvernichtung. Und dazu gehört Moshe Givon, leider auch vor einigen Jahren gestorben. Und seine Frau waren im Heim, das ist ganz großartig bei, der hat mich mit denen angefreundet, mit der Familie angefreundet, großartige Menschen. Der Moshe hat mir irgendwann seine Häftlingsnummer gezeigt auf seinem Arm, wobei er meistens versucht hat, sie zu verdecken. Und mir gesagt, das ist was sich nicht abwaschen lässt. Moshe hat Auschwitz miterlebt, Deportation nach Auschwitz mit seinen Eltern und seiner Schwestern und seiner sechsjährigen Cousine im ersten Transport aus der ungarischen Stadt, in der er gelebt hat. Und er hat es beschrieben, am Bahnhof mussten sie in die Viehwaggons steigen, völlig überfüllte Waggons. Seinen Eltern fiel das Einsteigen schwer und die Waggons haben sich nicht bewegt. Der ganze Zug hat sich nicht bewegt, 2 Tage lang. Dann kam der Zug nach Auschwitz und stand dann wieder. Stand ewig lang und da hat Moshe erklärt, das war der Terror der Nazis. Weil je länger sie in den Viehwaggons zusammengedrängt waren, desto sehnsüchtiger haben sie darauf gewartet, rauszukommen. Einfach nur raus, egal wohin. Und das, was dann nach dem Aussteigen war, das beschreibt er im folgenden Film. Und er redet auf Hebräisch, das versteht wahrscheinlich dann fast keiner, aber ich trotzdem, um sich einen Eindruck von ihm zu gewinnen, schauen wir uns ihn an. Ich werde dann danach sagen, was er erzählt. אבל אם השארתי עם הילדה הקטנה ביד ככה, וגם הלכנו. רק, אני עדיין לא ידעתי לה שאנחנו הולכים. אני חושב אנחנו צריכים לצפוס איזה מקום באיזה צריף או משהו, יחסנו אותנו, משהו כזה. לא, זה היה, והלכנו שם, הגענו, היה קצין גרמני, ויהודי אחד, ושם התחילה הסלקציה. השטח, זה כל המשפחה שעלה וזה, של מי הילדה הזו, לאמא הייתה בבית הרבה יותר מבוגרת בשביל ילדה של גיל 6. אז סיפרו שהם, זה הבת של הנכדה ושהם גרים במקום אחר. טוב, נו, התחילו, השתי אחיות לקחו ישר את אמא ואת אבא, וגם כן בצד שני, מאז לא ראיתי אותם יותר. מאז לא ראיתי אותם יותר. אמא הלכה בין הנשים, ואבא בין הגברים, ואתי לקחו, ויהודי אחד לקח אותי. זה erzählt hier von der Selektion, wie seine Schwestern zur Zwangsarbeit ausselektiert wurden und seine Eltern und seine sechsjährige Cousine für den Tod ausselektiert wurden. Und er selber wurde auch für die Zwangsarbeit ausselektiert und war dann 2 Monate lang in Lagisha, einem Arbeitslager von Auschwitz. Er erzählt von der Zeit von harter Arbeit, von Auszehrung, von Schlägen und dass täglich Mitgefangene gestorben sind an Hunger oder an Schlägen und dass regelmäßig auch die Arbeitsunfähigen ausselektiert wurden und so auch er. Er war irgendwann so abgemagert, dass er nicht mehr sitzen konnte und wurde dann für die Gaskammern bestimmt. Er musste warten mit einer Gruppe von anderen, unbekleidet, auf seine Deportation, aber der Lastwagen kam nicht, den er hätte holen sollen. Und am nächsten Tag war Sonntag, er wurde zurückbeordert und blieb am Leben. Eine Anekdote, die er erzählt hat, die ich sehr interessant fand, sehr berührend.
Devi irgendwann in der Nähe eine russische Bombe eingeschlagen ist und ein Splitter ist ins Arbeitslager gefallen. Und ein Mitgefangener hat diesen Splitter von dieser russischen Bombe aufgehoben und geküsst. Und wurde dann natürlich auf der Stelle ermordet. Und so ist Moshe einer der vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, die in Auschwitz waren. Eine andere Bewohnerin, auch inzwischen verstorben, Miri Schönberger, war auch in Auschwitz. Die ist eine Überlebende der Zwillingsexperimente von Mengele. Sie hat ein Gedicht geschrieben oder hat Gedichte geschrieben. Und eines dieser Gedichte heißt Auschwitz. Ich würde es normalerweise an dieser Stelle den Gedichtband zeigen, aber da ich dachte, das ist eine Präsenzveranstaltung, liegen die alle, meine Bücher, zu dem Vortrag in Deutschland. Aber das Gedicht oder die Übersetzung von dem Gedicht, also meine Übersetzung, möchte ich trotzdem kurz vortragen. Gedicht von Miri Schönberger über Auschwitz. Die Nacht stieg herab. Dunkelheit ringsum, doch was ist das plötzlich, woher das Licht? Der Teufel herrschte hier über alles, das Licht der Finsternis erleuchtet die Nacht, weil das Licht, das hier leuchtet, vom Kamin der Verbrennung kommt. Auschwitz von Miri Schönberger. Ich habe jetzt diese vielen Leute, mit denen ich arbeite, und ich habe sie aber nie darauf reduziert, Überlebende, Holocaust-Überlebende zu sein in allererster Linie. Für mich waren und sind diese Menschen vor allem Gründer und Verteidiger vom Staat. Und mit der Zeit, und ich hatte sehr viel Zeit mit diesen Menschen, habe sehr viel Zeit mit diesen Menschen bei 60, 70 Arbeitsstunden in der Woche. Inzwischen arbeite ich seit über 11 Jahren im Heim. Das zunehmende Eindringen in ihre Geschichten, das mir dadurch möglich geworden ist, hat mir aufgezeigt, die Verbindung zwischen ihren Erfahrungen mit der Judenverfolgung und Vernichtung und der Bedeutung, die der Staat Israel für sie hat. Viele Bewohnerinnen und Bewohner, die mir vom Holocaust erzählt haben, und es war so, das möchte ich noch kurz auch erläutern, dass ich nicht ins Heim gegangen bin und mich mit den Leuten über den Holocaust unterhalten wollte. Ganz im Gegenteil, ich hatte davor sogar Angst. Das war sogar was, wo ich am Anfang mir überlegt habe, ob ich überhaupt in einem Heim arbeiten möchte, in dem Holocaust-Überlebende sind. Und ich habe mich mit ihnen nicht über den Holocaust unterhalten. Ich habe das nicht gewollt am Anfang. Ich hatte Angst davor und habe mich viel mit ihnen unterhalten über ihren Beitrag zur Gründung vom Staat Israel, über den Befreiungskrieg vor allem. Und je mehr ich mich aber mit ihnen unterhalten habe, desto mehr ist mir klar geworden, wie das zusammengehört. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Menschen mir zum Teil mehr erzählen, als sie irgendwelchen Verwandten erzählen. Und dass sie auch wollen, dass ihre Geschichten weitergetragen werden. Aber vieles, von dem sie vielleicht gesagt haben, das können sie ihrer Familie irgendwie oder wollen sie nicht erzählen, aber das haben sie mir erzählt, nachdem sie auch mitbekommen haben, dass ich schreibe und alles, was ich hier erzähle oder sage über die Leute oder geschrieben habe, das ist nicht nur im Einverständnis, sondern auch tatsächlich auf Wunsch dieser Menschen dann passiert. Bei diesen Menschen ist es so, dass sie Sorge hatten bis an ihr Lebensende. In Menschen, von denen ich, Miri Schönberger zum Beispiel, die hatte eine große Angst, dass nach dem Ableben der letzten Zeugen die Leugnung und Relativierung vom Holocaust einsetzt. Und wenn ich jetzt diese Geschichten aufschreibe und weitertrage, dann geschieht es eben auch, weil diese Leute wollen, dass über ihren Tod hinweg die Erinnerung an den Holocaust wach gehalten wird und an das, was den Leuten angetan wurde. Bei Miri und bei anderen war das tatsächlich so, dass es sie wörtlich um den Schlaf gebracht hat. Diese Vorstellung, dann haben sie in den Nachrichten Sachen gesehen, die sie nochmal darin bestärkt hat. Und wenn ich heute mir deutsche Nachrichten anschaue und die Relativierung vom Holocaust jetzt noch, wo noch die letzten Zeugen am Leben sind oder manche von den letzten Zeugen am Leben sind, da wird es mir ganz anders. Diese Holocaust-Relativierung, wie sie von der AfD betrieben wird, wie sie auf den Hygienedemonstrationen der Querdenker zur Schau gestellt wird. Das ist genau das, wovor die Überlebenden so große Angst haben, dass es passieren würde nach ihrem Ableben. Und jetzt passiert es bereits jetzt. Und
Das eine von einer der Gründe, warum dann Miri auch angefangen hat, so viel zu reden darüber, weil er anfangs in den ersten Jahren in diesem Heim war, hat sie gar nicht drüber geredet. Und dann hat sie sehr viel drüber geredet und sie hat davon erzählt und Gertrud hat es übersetzt. Und bei der Gelegenheit hat Gertrud aber auch zum allerersten Mal mitbekommen, was Miri passiert ist. Und ich habe eine kleine Sequenz aus diesem Gespräch zwischen den beiden. Oder es ist tatsächlich ein Gespräch, es hat Miri erzählt und Gertrud übersetzt, aber sehen Sie selber. וכשלקחו אותנו לאושוויץ, אז הם ידעו, אני לא יודעת, כנראה פרסמו את זה, והמדרכות בשני הצדדים היו מלאים הגויים, להנות מזה שלוקחים אותנו, אנחנו הלכנו באמצע, זאת אומרת, איפה שהם יכולים, כן. והיו לבושים חגיגית. אני מזה על האפקהולט, הייתי ילושים. אם לא רק אנחנו, כל היהודים מהסביבה. אבל תגידי שעכשיו יש לי ילדות שנייה שיראה את כל הבמבים שיש לי. איפה הם? זאת יש לי צוויתי קינדהייט. Mit den ganzen Teddybärs, die sie sich sammelt, dort in der Ecke. In der Kindheit hat sie das nicht so gehabt. Also im Laufe von diesem Gespräch kommt dann Miri auch zu sprechen auf Deportation, auf die Selektion und auf die Experimente von Dr. Mengele. Und ihr war es sehr wichtig, dass ihre Geschichte weitergegeben wird. Elie Wiesel hat mal gesagt, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Und darauf baut auch die israelische Holocaust-Pädagogik, Geschichten weiterzuerzählen, nachzuerzählen. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, dazu habe ich einen anderen Vortrag über Holocaust-Pädagogik, aber ich bin quasi auch so ein Zeuge der Zeugen, also ich bin dazu geworden. Und er sitzt jetzt als solcher hier. Und als solcher erzähle ich von faszinierendsten Menschen, den ich in meinem Leben getroffen habe. Judah Maimon. Judah Maimon ist leider im letzten Jahr verstorben. Ein großartiger Mensch, wobei das Wort großartig gar nicht ausreicht, um ihn zu beschreiben. Seine Geschichte, er kommt aus Krakau, bezog mit seiner Familie, wie viele anderen Familien auch, ein Zimmer in einer Dreizimmerwohnung im Ghetto. Und er erzählte, wie Beschäftigungsmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit der Bewohner vom Ghetto immer weiter eingeschränkt wurde. Und er hat dargelegt, diesen perfide, ausgeklügelten Psychoterror der Nazis, der darin bestand, die Not der Juden immer weiter zu verschärfen und ihnen andererseits immer einen kleinen Hoffnungsschimmer zu lassen. Bewohner des Ghettos, wurde gesagt, konnten sich nicht vorstellen, wie weit die Grausamkeit der Nazis gehen würde, bis sie dann die ersten Nachrichten vom Massenmord an den Juden im Ghetto erreicht haben. בקרקוב החליטו כאשר באו ידיעות וששמעו על זה מה שקורה, המבוגרים לא חשבו שזה לא נכון. המבוגרים, גם הציונים המבוגרים, כי קרקוב הייתה תחת השפעה של אמסטרום, גם כולם דיברו גרמנית, גם אבא ואמא שלי דיברו גרמנית פרפקט. כמעט שפה, אין שפת אם כמעט הייתה להם בשפת גרמנית. הם אמרו, לא יכול להיות. גרמניה התרבותית, כשיצא גדולי סופרים, גדולי פילוסופים, גדולי קומפוזיטורים, לא יכול להיות שהיא תעשה דבר כזה, תהרוג את כולם. לא יכול להיות. הם לא הבינו, אבל הצעירים, כאשר באו אידיעות, אמרו, הנה עובדה, עובדה שהם שולחים את כולם למוות, ואנחנו צריכים להתנגד בכוח. אחרת הנה סתם כמו צרנו טבח. ירגו אותנו אפילו לא להרים אצבע. ואז קמה תנועת התנגדות שנקרא החלוץ, בקרקוב, אני מדבר, החלוץ הלוחם. החלוץ הלוחם זה פייטר, פיונים פייטר. Also dieser
kämpfende Pionier war die allererste Widerstandsgruppe im besetzten Polen, der sich mit Waffengewalt gegen die Besatzer gewandt hat. Zwei Tage vor Weihnachten 1942, also einige Monate vor dem Aufstand im Ghetto Warschau, haben Juda und seine Kameraden Treffpunkte von Wehrmacht, SS und Gestapo in Krakau, der Hauptstadt des Generalgouvernements. Also damals wurde Polen, ein Teil von Polen wurde zum Generalgouvernement gemacht von den Deutschen. Krakau war die Hauptstadt. Und weil es die Hauptstadt war, kamen da eben um Weihnachten sehr viele hochrangige Wehrmacht, SS und Gestapo-Leute zusammen und sind dort in die Vergnügungseinrichtung gegangen. Und sie haben die angegriffen und sehr viele Deutsche getötet. Und diese ganzen Filme oder ein Teil dieser Filme, die ich zeige, die sind aus einem Bestand vom Dokumentarfilmer von Roland Kraus, ein Freund von mir, der 2014 im Heim war und die Leute begleitet hat und interviewt hat. Von dem Juda, die Untertitel habe ich geschrieben und ich habe mich so oft mit ihm unterhalten, aber dann auch mit dem Florian eben nochmal lang am Stück. Und auch da wollten wir von ihm wissen, was seine Motivation war, zur Waffe zu greifen. Also das, wahrscheinlich jeder stellt sich diese Frage, wenn er Juda sprechen hört. Und er sagt, er und seine Kameraden haben nicht geglaubt, dass sie die Deutschen besiegen können. Sie haben auch nicht geglaubt, dass sie überleben. Er sagt, ihnen ging es nur darum, für die jüdische Ehre zu kämpfen. Ihnen ging es nur darum, für drei Zeilen in den Geschichtsbüchern zu kämpfen. Und tatsächlich wurden die meisten seiner Kameraden noch nach dieser Nacht gefasst. Und er selber konnte aber entkommen, wurde aber 43 gefasst. Kam in dieses sehr berüchtigte Montelupitsch-Gefängnis und danach wurde nach Auschwitz deportiert als politischer Gefangener. Er weiß bis heute noch nicht, warum er als politischer Gefangener war. Und kam dort sehr geschwächt an nach Auschwitz und wurde nach wenigen Wochen Zwangsarbeit krank. An Auschwitz, so, es gab einen Krankenbau, aber dort durfte niemand länger als 14 Tage sein. Nach zwei Wochen noch gesund war, der wurde ins Gas geschickt und Juda, der schwer krank war, hatte noch am 13. Tag 40 Grad Fieber und sollte am nächsten Tag eben getötet werden. Und er wollte unbedingt aber seine Geschichte noch erzählen, bevor er stirbt, irgendjemandem, einfach in der Hoffnung, dass er irgendwie weitergetragen wird noch. Und er hat seinem Pfleger erzählt, der da war, von dem er nicht wusste, warum er da war und was es mit ihm auf sich hat, weil eben Pfleger und Schwester nicht gekennzeichnet waren und es hat sich herausgestellt, dass es ein Jude war. Nicht nur, dass es ein Jude war, 10 Jahre älter als Juda, sondern dass er auch in der gleichen Jugendbewegung, in der gleichen zionistischen Jugendbewegung war. Und es hat sich herausgestellt, dass er zum Untergrund in Auschwitz gehört hat. Und er hat sich diese Geschichte angehört und sich beraten mit den anderen Leuten aus dem Untergrund von Auschwitz. Und die haben dann beschlossen, was ziemlich Riskantes zu machen. Die haben Juda als Neueingang dann ausgewiesen und später versteckt und so konnte gesund werden und hat dann später tatsächlich 22 Monate Auschwitz überlebt. Normalerweise hat man da nicht mehr als 3 Monate überlebt. Und ihm gelang dann beim Todesmarsch noch die Flucht nach 3 Tagen vom Lager Gleiwitz. Und er ist dann zurückgegangen nach Krakau. והיום הכי קשה זה היה כשבאתי לקרקוב. וזה היה בשני לפברואר, ביום הולדת שני. מומנט. סורי. נוכל. Jetzt. כאשר זה היה כשבאתי לקרקוב. וזה היה בשני לפברואר, ביום הולדת שני, 21, ואני באתי לקרקוב, בקרקוב שהיו 65,000 יהודים, לא היה יהודי, היו 600 יהודים. כל הבתים היו ריקים. כל הבתים שאני הכרתי, שהיו לי משפחה גדולה וחברים ומשפחה,
ובקרים, הכל היה ריק. ולגב, ראיתי אז איזה אסון קרה לעם יהודי. Es ist der faszinierende Mensch, den ich hier kennengelernt habe. So vieles an seiner Biografie und an seinem Leben. Später hat er sich der Rache angeschlossen. Er hat mit Kameraden zusammen einen Anschlag verübt auf das Strafgefangenenlager in Nürnberg, wo die Nazis interniert waren, um auf ihren Prozess zu warten. Haben dort einen Anschlag verübt mit vergiftetem Brot. Dadurch wurde er übrigens auch in Israel relativ bekannt. Aber wie gesagt, natürlich, was mich am meisten fasziniert, ist seine Rolle im Widerstand. Judah war befreundet mit Zivia Lubetkin. Das ist vielleicht ein Name bekannt. Zivia Lubetkin war die Mitbegründerin der jüdischen Kampforganisation, die unter der Leitung von Mordechai Anilewitz den bewaffneten Aufstand im Krakau, im Ghetto Warschau gewagt hat dann. Und die haben dort die Deutschen eben tagelang in Schach halten können. Und der stellvertretende Kommandeur war Zivias späterer Ehemann Antek Zuckermann, mit dem Juda auch befreundet war. Also die waren alle miteinander befreundet. Und Lubetkin war so, dass sie 1946 nach Palästina ausgewandert ist und dort eine Rede gehalten hat auf der Konferenz der Vereinigten Kibbutzbewegung in Yagur. Und dort stand sie einen Tag lang in einem riesigen Zelt und hat von den Tagen der Zerstörung und der Revolte geredet. Vor sehr vielen Palmach-Kämpfern, die zum Teil zum allerersten Mal vom jüdischen Widerstand gegen die Nazis überhaupt gehört haben. Und so wurde dieser Bericht von Lubetkin, wurde das alles abgedruckt in einem Buch, direkt auch unter dem Titel Die Tage der Zerstörung und der Revolte. Und diese Erzählung von Lubetkin wurde Anknüpfungspunkt für die Kibbutzbewegung zum Kampf um den Staat Israel. Und tatsächlich haben Lubetkin und Zuckermann am 6. Jahrestag vom Aufstand im Warschauer Ghetto mit einer Gruppe von anderen jüdischen Widerstandskämpfern und Partisanen Kibbutz gegründet in Israel, Lochameya Getaot im westlichen Galiläa, und haben gesagt beim Spatenstich, wir sind hierher gekommen, um mit Leben erfüllte Häuser zu bauen. Dieser Zusammenhang wird noch deutlicher in der Geschichte von einem anderen Menschen, die ich kurz nacherzählen möchte, von Pesach Andermann. Pesach Andermann ist jemand, den ich außerhalb vom Heim kennengelernt habe. Und Pesach Andermann sagt, ich war ein Junge von 12 Jahren und die Flucht war die einzige Waffe, die mir zur Verfügung stand. Er schreibt es 2013 im Newsletter der Internationalen Schule für Holocauststudium. Und was meint er damit? Er stammt aus Buschatsch in Galizien. Juli 41 fällt es an die Nazis. Pesachs Flucht beginnt. Pesach flucht vor den Deutschen oder vielmehr vor ihren Handlangern und zieht sich hin bis Juli 1944. Er entkommt mehrfach, wird gefangen und entkommt wieder, entkommt einmal auf den Heuboden bei einer Aktion im Ghetto und muss dort beobachten, wie 40 Juden, die ebenfalls aus dem Ghetto geflohen sind, zusammengetrieben wurden und in diesem Heu, in dieser Scheune ermordet wurden. Die wurden nicht erschossen, sondern um Kugeln zu sparen, mit Mistgabeln hingerichtet. Und Pesach muss das aus Nächte sich anschauen. Es sind Bilder, wo er gesagt hat, dass sie ihm nie wieder aus dem Kopf gingen, die sie immer weiter verfolgt haben. Und er flieht eben nach Kriegsende nach Palästina und kommt dort in die Landwirtschaftsschule Mikve Israel. Seelischer, körperlicher und emotionaler Neuaufbau. Wie er sagt, Neuanfang. Er, der jahrelang wie ein getriebenes Tier hat leben müssen und seine Jugend verloren hat. Er beendet diese Ausbildung dort und schließt sich mit Kameraden einem Kibbutz an, dem Kibbutz Meswot Yitzhak im Siedlungsblock Gush Etzion. Und er sagt unterwegs nach Gush Etzion, oder er sagt es nicht, er ist einer der Menschen, die jahrzehntelang nicht gesprochen haben, die nicht sprechen wollten, dann erzählt haben und dann nicht nur erzählt haben, sondern er hat ein Buch geschrieben. Das habe ich hier, Der Wille zu leben, Pesach Andermann, gibt es auf Deutsch. Und er schreibt in diesem Buch, unterwegs nach Meswot Yitzhak im Siedlungsblock Gush Etzion wuchs die Erregung. Ich stand unmittelbar vor der Verwirklichung eines Traums, in Eretz Israel den Boden zu bestellen, die Wüste zu bezwingen, dieses Stück Bergland bei Jerusalem zu besiedeln und dort tiefe Wurzeln zu schlagen. Und er erlebt dort am 1. Mai 1948 einen Angriff. Und zwar den Angriff der Arabischen Legion, einer regulären Armee von Briten aufgebaut und zum Teil auch befehligt mit Panzerwagen 45 an der Zahl. Und diese arabische Legion möchte auf Jerusalem vorrücken und muss dafür über den Siedlungsblock. Und in dieser Armee schließen sich noch tausende Araber an aus den Dörfern ringsum. Und die Leute in dem Kibbutz stellen sich entgegen. Gefechte am Felsenhügel, dieser Verteidigungslinie vor dem Siedlungsblock, dauern 2 Tage.
Und Ben-Gurion schreibt später in seinem Tagebuch, wenn es ein jüdisches Jerusalem gibt, danken wir dies vor allem den Verteidigern von Gush Etzion. Die haben die aufgehalten, bis in Jerusalem die Verteidigungsanlagen in Ramat Rachel ausbauen konnten. Und auch hier die Frage, warum haben die das gemacht, sich so einer Armee entgegenzustellen? Und Pesach sagt auch, erst als ihnen die Munition ausgegangen ist, haben sie ihre Stellung geräumt und haben sich zurückgezogen. Sein Gewehr ist so heiß geworden, dass es mit der Mütze anfassen musste. Und er hatte die Aufgabe, auch die Verletzten abzutransportieren, weil er das Gelände gut kennt. Und dafür hat ihm 2008 der Verteidigungsminister, der damalige Ehud Barak, gedankt in einem Schreiben, in dem es heißt, der Felsenhügel, auf dem das erbitterte Gefecht stattfand, ist heute eine Gedenkstätte, besucht von israelischen Kindern und Soldaten, die, wie ich hoffe, die Geschichte ihres Heldentums von dort weitertragen werden. Und Pesach gibt eine Antwort auf diese Frage, warum er das gemacht hat, in seinem Buch. Er sagt oder schreibt, ich hatte so viele Verfolgungen und Gefahren durchgemacht und immer wieder um mein Leben gekämpft, aber dem Kampf um Gush Etzion maß ich besondere Bedeutung bei. Hier hatte ich die Gewissheit, für ein heiliges Ziel zu kämpfen und nicht nur um das eigene Überleben. Und er schreibt weiter, ich persönlich war völlig einig mit dem Gedanken, dass dies mein letzter Kampf meines Lebens sein könnte, aber ich hatte wenigstens meinen Traum wahrgemacht. Denn ich hatte Jerusalem verteidigt und meinen bescheidenen Beitrag zu Israels Wiedergeburt geleistet. Am 14.05. wird die israelische Unabhängigkeit dann verkündet. Und danach, genau danach, in der gleichen Nacht, greifen 5 arabische Armeen an, darunter auch wieder die arabische Legion, um diesen gerade gegründeten jüdischen Staat zu vernichten. Und Pesach schreibt im Geleitwort zu seinem Buch, ich empfinde auch tiefe Trauer über den tragischen Tod mehrerer hundert junger Männer, Holocaust-Überlebender, letzten Vertretern ihrer ermordeten Familien, die während des israelischen Unabhängigkeitskriegs ins Land kamen, sofort an die Front geschickt wurden und auf dem Schlachtfeld fielen. Viele sprachen kaum Hebräisch und hatten nicht mal eine Grundausbildung an der Waffe erhalten. Und einer dieser Überlebenden, die direkt in die Schlacht quasi geschickt wurden, war eben Moshe Givon, den ich vorher gezeigt habe, der auf Hebräisch erzählt hat. Er war einer derer, die mit der Nummer am Arm in die Schlacht geschickt wurden, Kampf um Latrun, Seite an Seite mit vielen anderen Holocaust-Überlebenden, und viele davon sind gefallen in dieser Schlacht. Das waren die verlustreichsten Schlachten für die Israelis in diesem Unabhängigkeitskrieg, die Schlachten um Latrun. Und er weiß aber auch und hat gesagt, dass er wusste und dass die anderen wussten, dass mit dem jüdischen Staat nicht weniger als die jüdische Existenz auf dem Spiel stand. Und deswegen, dass sie dort gekämpft haben. Und besonders tragisch, außer ihm hat aus seiner Familie nur noch einer den Holocaust überlebt. Das war sein Bruder, der in russischer Gefangenschaft überlebt hat. Und der ist in diesem Unabhängigkeitskrieg auch gefallen. 1967 stehen die Zeichen erneut auf arabische Invasion. Und der erste Vorsitzende der PLO, Ahmed Shukairi, erklärt, dass alle Israelis, die diesen kommenden Krieg überleben würden, bleiben dürfen. Er fügt aber auch an, dass er nicht davon ausgeht, dass viele Überlebende geben wird. Doch Ägypten wietet der Mob und die Israelis können sich in den Auslandssendern vom Judenhass auf den Straßen des großen Nachbarlands überzeugen. Und ihnen war klar, dass die Araber versuchen würden, den jüdischen Staat zu vernichten. Sie hatten doppelt so viele Truppen aufzubieten, dreimal so viel Panzer und dreimal so viele Kampfflugzeuge. In der Dokumentation, die ich gesehen habe, hat der damalige Kommandant der Fallschirmjäger Uzi Narkis dargelegt, dass die Belagerung von allen Seiten das Gefühl erzeugt hat, von aller Welt verlassen zu sein. Und dieses Gefühl hat sich wiederum verbunden mit der Erfahrung des Holocaust. Die Folge von der Invasion wäre die Vernichtung Israels gewesen, doch der kam die Israelis zuvor und konnten ja bekanntlich die militärische Auseinandersetzung für sich entscheiden. Der Sechstagekrieg ist ein exzellentes Beispiel für die Notwendigkeit von überlegenen israelischen Streitkraft. Die Sicherheit für Jüdinnen und Juden kann nur von einem souveränen jüdischen Staat und einem überlegenen Militär garantiert werden. Israelische Staatsräson nie wieder meint, nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten ausgeliefert zu sein. Die nächste konzentrierte Anstrengung, Israel zu vernichten, kommt 1973, als ägyptische Truppen israelische Stellungen auf dem Sinai überrennen. Der Yom Kippur-Krieg ist ein schwarzes Kapitel in der israelischen Landesverteidigung. Und führt vor Augen, wie real die existenzielle Bedrohung für den jüdischen Staat tatsächlich ist, wenn die israelische Armee die Initiative verliert. Und in diesem Krieg, sehr tragisch, stirbt der Sohn von Regina Kessler, von der ich vorher erzählt habe. Es ist im Heim überhaupt so, eine Woche nach dem Gedenken an den Holocaust, das ist ein Gedenktag an den Opfer des Holocaust und den Helden des Widerstands, eine Woche nach diesem Gedenktag gedenkt Israel der Gefallenen der Kriege.
und der Opfer des Terrors. Für die Bewohner im Heim bedeutet es, dass sie um ihre Angehörigen trauern, die den Deutschen zum Opfer gefallen sind, von Deutschen ermordet wurden, und eine Woche später um die Angehörigen, die der arabischen Aggression gegen den jüdischen Staat zum Opfer gefallen sind. Dieser Tag der Trauer um die Gefallenen und Kriege und Opfer des Terrors ist natürlich der traurigste Tag, den Israel kennt, weil in jeder Familie ist irgendjemand gefallen, Söhne, Partner, andere nahe Angehörige. Und dieser Tag der Trauer geht aber direkt über, also ansatzlos über, in den freudigsten Tag, den Israel überhaupt kennt. Und das ist der Unabhängigkeitstag. Der ehemalige Präsident Chaim Weizmann hat mal gesagt, dem Volk wird der Staat nicht auf dem Silbertablett serviert. Während Juda im besetzten Polen nur für die jüdische Ehre gekämpft hat und keine Chance hatte, den vernichtungsantisemitischen Feind zu besiegen, hat der jüdische Staat heute eine Armee, die den Feind schlagen kann. Und die Bedrohung für Israel durch mörderische Antisemiten ist eben nicht nur Geschichte und endet nicht 1973. 1974 sterben bei einem Überfall auf Kiryat Shmona 18 Menschen, darunter 8 Kinder. Wenig später bei einer Besetzung von der Schule in Maalot 22 Schülerinnen. 1978 begeht die PLO, Fraktion Fatah, das Küstenstraßenmassaker, bei dem 38 Israelis sterben. Ich bin 42 Jahre alt und Israel in meinem Alter hat miterlebt den Libanon-Krieg. Die erste Intifada, Scud-Raketen aus dem Irak, die zweite Intifada 2000 mit mehr als 1000 israelischen Toten, zweiten Libanon-Krieg 2008, Auseinandersetzung mit der Hamas, die ich dann auch miterlebt habe, 2008, 2012, 2014, 2021, Raketenalarme, Terrorwellen. Die Schule von meiner Tochter ist umzäunt und wird von einem bewaffneten Wachmann geschützt. Und als sie im Kindergarten war, hat sie Raketenangriffe miterlebt. Pessach schreibt in seinem Buch, noch heute sind wir bedroht und unsere Feinde versuchen uns brutal zu terrorisieren. In aller Welt gibt es Menschen, die meinen, uns bei jeder passenden Gelegenheit kritisieren zu müssen, wobei teilweise auch antisemitische Beweggründe mitspielen. Sie sehen uns gerne schwach und armselig, ohne begriffen zu haben, dass der Israeli nicht mehr der schwächliche Jude ist, den sie aus der Diaspora kennen. Wir sind uns sicher, dass wir ein Anrecht auf unser kleines Land haben und wir werden, wenn nötig, darum kämpfen, in unserem eigenen Staat zu leben. Bei der Bewegung, und damit komme ich zum Ende, mit den Holocaust-Überlebenden, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina geflohen sind und dort zu Mitgründern und Verteidigern des Staates Israel wurden, wurde mir die Bedeutung von nie wieder klar. Nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten wehrlos ausgeliefert zu sein. Mir wurde klar, dass die Existenz von Deutschland als Erbfolger des Dritten Reichs an die Bedingung der unbedingten Solidarität mit Israel geknüpft sein muss. Israel muss nach der Erfahrung des Holocaust als Heimstätte für Juden und materieller Verteidigungsort gegen eliminatorisch gesinnten Antisemitismus begriffen werden und nicht anders. Wie gesagt, Juda hat für die Ehre gekämpft, für die jüdische Ehre, weil es keinen Staat gab. Aber dieser Staat kann heute diesen antisemitischen Feinden besiegen. Und auch Juda hat der Armee in Israel gedient, 24 Jahre lang in der israelischen Armee, in der Marine. Reichte den Rang von einem Oberstleutnant. Die Enkelin von Anti Zuckermann und Zivia Lubatkin übrigens war die allererste Kampfpilotin Israels. Warum ich das sage, die unbedingte Solidarität mit Israel muss untrennbar verknüpft sein mit der unbedingten Solidarität mit den israelischen Streitkräften und jeder reagierenden, wie auch präventiven Verteidigung vom jüdischen Staat. Die Geschichte zeigt, dass die Androhung der Vernichtung die Vernichtungsanstrengung folgt, also es wird nie einfach so die Vernichtung geäußert, ihr folgt immer auch die Anstrengung zur Vernichtung. Und die Geschichte zeigt, dass kein Appeasement den antisemitischen Wahn zu stoppen vermag. Und warum sage ich das? Weil der Iran eine Welt ohne Zionismus heute propagiert und nach einer Bombe greift, mit der ihm die erträumte Vernichtung Israels möglich wäre, direkt eingesetzt oder auch als Schutzschild für die Unterstützung von einem Abnutzungskrieg gegen den jüdischen Staat, die bereits im Gange ist, die vom Iran gesteuerte Hisbollah richtet, während wir uns hier unterhalten. 150.000 Raketen auf Israel. Deutschland, dessen Existenzrecht nach Auschwitz nur mit der besonderen Verantwortung für den jüdischen Staat gedacht werden kann, darf die Augen davor nicht verschließen, darf die Augen nicht davor verschließen, dass diese Ideologie, die der Vernichtung der Europäischen Union zugrunde lag, heute geteilt wird vom iranischen Regime. Und wer es mit dem Imperativ nie wieder ernst meint, muss zuallererst die Restaurierung wirtschaftlicher Beziehungen zum Iran abhängig machen und dessen Haltung zu Israel
und die Anerkennung Israels einfordern und die Entwaffnung der Hisbollah. Ansonsten muss man dieses nie wieder in Deutschland nicht fordern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, lieber Oliver Frankovic, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich sehr beeindruckenden, nahegehenden und wie ich meine auch sehr überzeugenden Vortrag. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt Zeit zur Diskussion. Ich werde aber zunächst mal, wie am Anfang auch versprochen, die Aufzeichnung anhalten. Aufzeichnung. So, also, jetzt wird nicht mehr aufgezeichnet. Wer sich jetzt also an der Diskussion beteiligt und muss also nicht davon ausgehen, dass das irgendwie...